da sind wir auch schon wieder. Geht ganz schnell. Wir sind zurück bei Virginia, einem interessanten Spiel, von dem ich noch nicht allzu viel weiß. Ich habe es eine halbe Stunde angespielt. Es ist so ein bisschen, lässt sich noch nicht greifen. Ja. Es hat Cell-Shading-Look, es ist ein Indie-Titel, es hat David Lynch-artiges Setting. Das habe ich bisher noch nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Man selbst ist eine FBI-Agentin, die auf der Suche nach einem Jungen ist. Und hier habe ich noch etwas sehr Interessantes, was mir gerade eben, als ich ein bisschen rumgespielt habe mit der Grafik, ich habe es übrigens auf 720 runtergestellt, denn eben gerade hat es ein bisschen, war ein bisschen zäh, hat ein bisschen geruckelt. Hoffentlich läuft es jetzt besser. Und da ist mir dieser Brief, ist mir aufgefallen. Virginia wurde über 2,5 Jahre lang entwickelt. Jonathan Burrows und Terry Kenny spielten im Januar 2014 erstmals mit jenen Ideen, aus denen sich im März dann das erste Grundgerüst für Virginia entwickelte. Jonathan war für die Spielszenarien zuständig. Terry übernahm die künstlerische Leitung und die Leitung der Animationen. Der Komponist Linton Holland, meiner Ansicht nach der Typ, der hier am meisten genannt werden sollte, weil er den wichtigsten Job hat, denn die Musik ist hier sehr, sehr wichtig scheinbar. Der Komponist Linton Holland trat dem Team im April 2014 bei und er schuf die Musik zum Spiel sowie die Soundeffekte. Jonathan, Terry und Linton verfassten gemeinsam die Story. Wayne Peters trug zu den frühen 3D-Grafiken bei und im Mai 2015 schloss sich der Programmierer Kieran Keegan dem Team an. Matt war für die Ausleuchtung und die visuellen Effekte im Spiel verantwortlich. Das geht noch eine Weile weiter. Ich dachte, dass man da jetzt irgendwie ein bisschen was zum Spiel, zum Thema, zu der Idee erfährt. Aber nein, es ist mehr oder weniger eine Aufzählung der Leute, die da arbeiten. Ohne ein großes Maß an Glück, günstige Umstände und die persönliche und auch finanzielle Unterstützung unserer Freunde und Verwandten wäre die Verwirklichung dieses Spiels niemals möglich gewesen. Die Arbeit an Virginia war seltsam und verwirrend und wir hoffen, dass wir ein genauso seltsames und verwirrendes Spiel erschaffen haben. Dazu kann ich nur sagen, bisher gelungen. Danke für diesen Brief, finde ich irgendwie interessant. Hat auf jeden Fall was sehr Persönliches. So, wo hat man das schon? Ne? Dass die Entwickler einem noch ein bisschen Feedback geben und sagen, ey, das Spiel war übrigens scheiß viel Arbeit und dir gefällt es besser. Und deine 8 Euro, die kriegst du mal gefälligst nicht zurück. Wir haben auch 2 Jahre lang umsonst gearbeitet. Ich glaube, es hackt. So wäre mein Brief. Der hier war ein bisschen netter. Okay, wir setzen die Geschichte fort. Es ist Dienstag. Wir sind in dem Ort, in dem wir unseren vermissten Jungen suchen, angekommen. Mehr ist aber noch nicht passiert. So, kurz. Ich spiele nochmal ganz kurz mit dem Ton rum. Ich will nur nicht, dass es im Spiel zu laut ist und dröhnt oder ähnliches. Das hatten wir nämlich alles schon mal. Deswegen habe ich jetzt noch mal ein bisschen runtergedreht. Ah, Lukas war also im Observatorium. Und wir sehen in seinem Tagemalbuch eine Höhle, eine Feder und ein UFO. Soweit ganz normale Dinge, die jemand in diesem Alter zeichnet. Okay, offensichtlich ist in der Nähe des Wasserturms irgendwas nicht ganz koscher. Okay, ich muss sagen, es läuft auch nicht viel besser als eben. Deswegen werde ich jetzt wieder hochstellen. Ihr kriegt davon jetzt eh nicht so viel mit. Sehr schön finde ich auch, dass man die Sprache auf Deutsch stellen kann, obwohl nichts gesprochen wird. Gut, den Text kann man natürlich auf Deutsch stellen. Aber man hat schon das Gefühl, okay, da wird sicher viel gesprochen, wenn die extra verschiedene Sprachen eingenommen haben, aber nein. Eher das Gegenteil. Sie können sich erlauben, viele Sprachen anzubieten, weil nichts gesprochen wird. Okay, so, jetzt haben wir wieder umgestellt. Würde mich jetzt mal interessieren, ob ihr einen Unterschied erkannt habt. Denn was ihr seht, ist natürlich runtergerechnet auf 720 von 1080. Ja, verdammt, ich kann... Kann ich mir jetzt selbst beim Schlafen zusehen? Warum bin ich ab und zu doppelt? Das ist bestimmt wieder ein Traum. Ja, das hört man am Hall der Schritte. Ich bin in einem Traum. Das erinnert mich jetzt tatsächlich ein bisschen an David Lynch bzw. an Twin Peaks, denn
Da sind ja auch dem FBI-Agenten viele Lösungen im Traum gekommen. Und warum nagelt ihr die Tür zu? Das hat sicher eine tiefere Bedeutung. Irgendwie glaube ich ja, dass hier diese Jungs, ich glaube, das waren auch die im Auto, die mir den Finger gezeigt haben, dass die so ein bisschen mitverantwortlich sind. Im Grunde sind hier alle Personen, die ich jemals seit Spielstart getroffen habe, vereint. Ja, okay, ich muss natürlich zu der rot erleuchteten Tür. Wer träumt denn sowas? 0 Uhr 0. Entweder ist die Uhr kaputt. Alter, da ist das Bison. Plötzlich Bison. Frage ist, war das jetzt ein Traum oder haben wir gerade Bestiality erlebt. Aha. Wie viele Sterne hat er an der Schulter? Ich habe es nicht gesehen. Aber es war sicher ein wichtiger General oder ein Colonel. Colonel wichtig war das. Die Kollegin ist weg. Aber hier kann ich endlich mal ein bisschen was angucken. Doch nicht? Doch. Aha. Ja, naja, also, echt? Jetzt ist sie sauer, nur weil ich mir ihre Privatsachen angeguckt und ein bisschen in ihren Angelegenheiten herumgeschnüffelt habe. Moment, ich muss diesen Basketball noch werfen. Nee? Oh, verdammt. Okay, jetzt geht's mal langsam los. Also, wir suchen die Höhle, die wir auf dem Foto gesehen haben. Ich nehme an, es ist schon ein sehr lineares Spiel, getrieben von der Suche nach dem Jungen. Und ich glaube nicht, dass man jetzt in der Stadt rumlaufen kann oder überhaupt Freiheiten hat, was die Entwicklung der Geschichte angeht. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Also, Geschichte hat mich schon so ein bisschen in den Bann gesogen. Und ich hoffe, es kommen noch Aliens, verdammt nochmal. Ah, okay.
Wirkt auf mich so, als hätte Lukas schon so einige Verstecke. Das ist jetzt schon das zweite, was wir finden. Das erste war ja seine Dunkelkammer in seinem Zimmer hinter dem Schrank. Oder im Schrank. Oder neben dem Schrank. Oh, hier kann ich gar nicht hoch. Okay, nee. Offensichtlich ist der Vogel ganz schön wichtig, sonst würde er nicht die ganze Zeit rumdödeln. Wo bist du denn? Ach, dahinter, ja, hier bist du. Das ist ja der Klassiker, der Vogel im Minenschacht, den man früher hatte, um zu wissen, wann vielleicht Gas austritt oder die Luft so schlecht wurde, dass man nicht mehr leben konnte. Dann ist der Vogel als erstes verreckt. Aber was er hier macht, verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, das soll ich auch nicht. Das war so ein Angry Bird Vogel, oder? Ja, das ist ein ganz klassischer Angry Bird Vogel. Ich glaube, der wird auch bald umbenannt. Oh, fuck! Ja, shit. Oh, nee. Und der Vogel auch noch. Ob man uns dafür belangen kann, wird das Ärger geben? Nein, es gibt ein Café. Ah, sie lebt noch. Aber der Vogel ist tot. Bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt haben wir zwei Morde aufzuklären. Emmenegger, Colonel Wichtig, hallo. Der hat sicher Dreck am Stecken. Ach, da liegt wirklich der Vogel. Okay, wir sezieren den Vogel. Was weißt du? Ach komm. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass diese Höhle sehr, sehr gerne von allerhand Jugendlichen genutzt wird, um verbotene Dinge zu tun. So wie diese beiden hier. Warum seid ihr eigentlich überall, wo ich bin? What? What the fuck? Au, FBI-Agent wird angegriffen. Bitte schießen, sofort schießen. Ach komm. Jetzt hat er das Medaillon geklaut und weggeworfen. Das ist sicher, damit wir rüber über den Zaun müssen. Der will uns in Wirklichkeit was zeigen. Ich sag's euch. Sie kommen jetzt mit wegen Medaillon-Wegwerfung und Messerhaberei. Das macht aber mindestens eine halbe Stunde im Knast. Was hat er noch? Ein Penis. Den können Sie behalten. Und eine Brieftasche, wo gar nichts drin ist. Die können Sie auch behalten. Ah. Wie immer die verräterische Streichholzschachtel. Oder doch nicht? Retail Complex and Commercial are preparing Berkeley's country for the 21st century. Space for 240 stores, family, restaurants and event facilities. Okay, irgendwas soll hier vielleicht gebaut werden auf diesem Areal oder, naja. Muss ja auch, kann ja auch was völlig anderes sein. Das ist doch ganz klar LSD. Ja, probier mal einen. Komm, einfach mal in den Mund damit. Oder auf den Brief. Das ist doch keine Briefmarke.
So klebt man keine Briefmarke. Oh Mann. Oh, jetzt habe ich immer noch und wieder Hunger. Kann ich jetzt an den PC? Nein. Er ist die ganze Zeit an. Was für eine Stromverschwendung. Na gut, in den 90ern wussten sie es nicht besser. Okay. Kann ich irgendwas machen? Nein. Dann muss ich wohl ins Bett. Moment, auch nicht? Okay, ich kann nicht zurück, also muss ich ja schon irgendwie hier jetzt irgendwas machen. Gut, ich muss mich scheinbar einfach hinlegen. Aber warum? Hier kriege ich angezeigt, ich kann da hingehen. Normalerweise müsste sich der Button verändern, je näher ich komme. Ah, das Kissen. Aha. Da liegt alles. FBI, LSD, Key, drei Buchstaben. Zufall. Ja, Zufall. Okay, das war ein sehr aufregender Dienstag. Wir haben viel gemacht. Die Mütze des Captains. Da sind wieder diese, ich nenne sie mal Krankenhausgeräusche. Oh, toll, oder? Wie der Himmel in Höchstgeschwindigkeit vor mir davonläuft. Der Himmel kann es gar nicht erwarten, dass der nächste Tag anbricht. Was hat der Vogel? Was? Welche Bedeutung hat er? Ein Verschwindevogel. Es wird sehr viel geraucht in diesem Spiel. Budi würde dieses Spiel sehr gut gefallen. Würde er sagen, gutes Spiel. Er sagt das auch. Da fehlt das Husten. Oh, toll, oder? Also die Stimmung ist toll, wie die Uhr tickt und wie man da so sitzt und überhaupt nichts rafft. Wieso habe ich jetzt wieder das Medaillon? Ach, das war nur quasi ein Gedankenflash. Eine kurze Erinnerung. Interessant. Merkt euch das, falls ihr mal beim FBI hacken müsst. Falls ihr da mal rein müsst in die Datenbank. Genau so läuft das. Halperin. Halperin. Ach, das sind, okay, das sind die Namen, die wir in einem Handschuhfach gefunden haben. Die Briefe. Special Agent Active, Additional Record Transfer from Previous File.
Sie hat ihren Nachnamen gewechselt. Das machst du nur, wenn du echt, wenn du Kacke am Hacken hast. Okay. Okay, wir verstehen. Das ist ziemlich eindeutig. Oh, nee. Ich hätte jetzt gedacht, da hat nur jemand seinen Namen gewechselt. Aber irgendwas ist ja noch. Okay, ich nehme an, sowas gab's früher. Wo gehört das hin? Da drauf? Ach, das ist eine Nee. Ah, Mikrofilm. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie eine Magnetspule oder so. Wer nutzt denn sowas noch? Selbst in den 90ern. Was ist das eigentlich für ein Monitor? Na gut. Ich stelle zu viele Fragen, denn das wird sicher gleich alles erklärt. Wir gehen jetzt alte Nachrichten durch, nehme ich an. Alte Zeitungsartikel. Der Klassiker. So wurde das also vor dem Internet gemacht. Distinguished Special Agent Judith Ortega, one of the Bureau's intake of go-getting female agents, was today awarded the FBI Medal for Meritorious Achievement for her extraordinary work cracking the Holliston-Leidecker case. Ja, an den erinnere ich mich gut. Das war ein hartes Stück. During her time with the FBI, the plucky young wife and mother of one has set a high watermark amongst her lady contemporaries. Also wir haben ein Kind. Das Kind haben wir bisher noch nicht gesehen. Also könnte auch ein Hinweis auf die Geschichte sein. This reporter feels Mrs. Ortega is fast establishing herself as the role model for law-abiding colored women everywhere. Mr. Albert Ortega said he saw his moral influence reflect in his wife's achievement. Director Hoover was not in attendance, but is said to be encouraged by the work of the Bureau at large. Kann ich hier irgendwas noch machen? Nee. Es ist natürlich jetzt interessant, um so ein bisschen die Backstory zu verstehen, aber haben wir das schon mal gesehen und es wundert jetzt auch alles nicht sonderlich, dass wir irgendwann mal eine FBI-Medaille bekommen haben. Wie heißt es? FBI, den FBI passt. Ausweis! Ha! Natürlich, denn wir sind ja beim FBI. Jetzt kommen wir hier vielleicht ein bisschen näher. Es kann aber auch sein, ich habe jetzt gerade nicht genau auf die Optik geachtet, dass wir hier natürlich weiter unserer Kollegin nachschnüffeln. The Tiger Woman continues to make wild allegations regarding conspiracy and supposed breaches of the ethical guidelines. And I'm concerned how her spurious findings might be interpreted. Where they try to reach the public at large. Heute geht es mit dem Lesen gar nicht. Was mich eigentlich wundert, ist, dass es auf Englisch ist, wenn wir doch auf Deutsch umgestellt haben. Na egal. Your reputation, mine and that of the Bureau must be safeguarded. Court understands this and I value his cooperation in this sensitive matter. It's common knowledge internally that while sanctioned by Applied Science, Ortega had a predilection. Haben die eigentlich versucht, so viele komplizierte Wörter wie möglich hier reinzupacken? Sowas habe ich ja noch nie gelesen. For unconventional methods. I feel this could be turned to our advantage, where deniability to be an issue. Ja, sie scheint so ein bisschen angestoßen zu sein. Angeeckt. Man darf natürlich auch nicht beim FBI von Verschwörungen anfangen. Das ist. Bringt natürlich wenig. Ah, da ist sie. Okay, es geht also nicht um uns. Das hätte ich mir aber auch schon denken können. Es geht um Judith Ortega. All information contained herein is classified. Was steht hier? Gross misconduct, misuse, FBI laboratory. Ja,
Achso, ich dachte, sie hat sie schon wieder entdeckt. Ah, sie hat wohl, nehme ich jetzt an, der Person, die auf diesem Bild gezeigt wird, in ihrem Medaillon, hat sie irgendwie wohl nachgeforscht. Wahrscheinlich war das ihre vielleicht Freundin, alte Partnerin, irgendwas in der Art. Vielleicht war sie es sogar, ich bin mir nicht sicher. Die sehen hier alle so ein bisschen ähnlich aus. Bis auf die Frisur in dem Fall. Aber ich nehme an, sie hat sich sehr unbeliebt gemacht. Ach, hier soll wieder gewählt werden, oder? Ach komm. Ich darf hier doch eh nicht wählen. Ich komme doch gar nicht von hier aus der Ecke. Ja, sie geht wieder weg. Und wir gehen, nehme ich mal an, jetzt zu Dominion Construction. Es führt sich alles zusammen. Hier ist das Observatorium. Ah, dieses Areal mit dem Wasserturm. Das sind alles so Hinweise, die sich sicher noch am Ende zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Steht da eine Pflanze? Tatsächlich. Rupft die doch nicht aus. Wer weiß, wie lange die da irgendwie gebraucht hat, bis sie aus diesem kargen Boden gewachsen ist und du reißt sie raus. Das ist immer der Klassiker. Mensch muss Natur immer kaputt machen. Okay, da kann ich nicht hoch. Aber die Pflanze ist natürlich auch nur da, nehme ich an, um zu zeigen, dass hier schon lange kein Betrieb mehr ist. Oh. Bis auf diese mysteriöse Person, die offensichtlich hier gern mal reingeht. Ach, die beiden schon wieder, oder? Der Priester... Und die Olle, war das eins von den Mädchen? Vergeht sich eventuell der Priester an einer Minderjährigen? Aber das hat alles irgendwie damit zu tun, da bin ich mir ganz sicher. Klar, der Priester weiß mehr, als er sagt. Er sagt ja eh nichts, also okay, insofern wissen die alle mehr, als sie sagen, aber... Ja, ja, ja. Wir sind jetzt wieder zurück im Haus des Gesuchten. Ja, sind wir. Okay, während sie da sucht, kann ich ja mal... Gute Frage. Was eigentlich? Ein bisschen rumsuchen. Ein bisschen gucken. In der Bibel hat der Mann ganz sicher, der bibelfeste Priester. Nee, doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, er hat da was versteckt. Wäre ich ein Priester, würde ich in der Bibel alle meine Sauereien verstecken. Da kommt doch niemand drauf. Mülleimer. Immer eine gute Quelle für Dinge, die Leute verschwinden lassen wollen. Nee, nichts drin. Okay, hier kann ich jetzt auch nichts machen. Meine Kollegin, die macht das schon. Ich gehe mir ein Brot machen. Geht aber auch nicht.
alles nur Kulisse. Ach, was ist eigentlich genau, was ist eigentlich mit dieser Tür da hinten? Das ist ja die Tür, durch die ich im Traum gegangen bin. Da ist es ja immer noch rot dahinter, oder? Nee, sah nur so aus. Ah. Das Arbeitszimmer des schießwütigen Priesters. Und nur diese, Alter, 6 Hirsche wissen wir genau, was hier passiert ist. Sie können wir aber nicht mehr befragen. Ich nehme an, ich soll diesen Aktenordner mir angucken, oder? Nein? Okay, dann den Schreibtisch. Oh, ich spiele einfach selbst ein bisschen Priester. Ich segne dich, Tisch. Und auch du, Lampe, sollst in den Himmel fahren. Und du, rechte Schublade, der Teufel hat dich zugemacht. Ah. Schnüffel die Schnüffel, jetzt wird's aber interessant. Was ist das? Das ist das neue iPhone. Ich kann hier gerade nichts machen, es hängt. Ah, es war nur Zeit zum Laden. Ist wohl eine Dorfveranstaltung. Was ist das? Ein Ring? Okay, sie war verheiratet und gibt uns jetzt ihren Ring, damit sie, damit sie hier so tun kann, als wäre sie Single und ein bisschen was rausfinden kann über dieses sehr seltsame Dorf, in dem wir uns befinden. Okay, finde ich sehr smart und sehr gut. Hier vorne wird Musik gespielt. Wir werden jetzt kurz Pause machen. Ich habe eben spontan entschieden, dass mir das Spiel eigentlich sehr, sehr gut gefällt und ich ungern jetzt, nachdem ich so ein bisschen den Anfang hinter mir habe, würde ich eigentlich jetzt ungern einfach aufhören. Ah, ist auch schön. Guck mal kurz, da sieht man die ganzen, Orte, wo wir vielleicht noch hinkommen. An der Gas Station waren wir, Observatory, Air Force Base, die Höhle. Jetzt sind wir nämlich an hier unten rechts im Roadhouse und wollen wir mal gucken, was da auf uns wartet. Auf jeden Fall ein bisschen Musik und eine weitere kleine Runde, in der wir noch mehr Virginia spielen werden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich vielleicht hier jetzt gerade in dieses doch sehr atmosphärische Spiel ein bisschen reinlabere. Ich habe kurz vorher habe ich Batman aufgenommen und da kann man gar nicht reden. Da kannst du nur gucken und deswegen habe ich so ein bisschen dieses Redebedürfnis. Tut mir leid, wenn es ein bisschen zu viel wird. Ich werde in der nächsten halben Stunde nach der Werbung, werde ich mal versuchen, ein bisschen die Fresse zu halten. Denn es ist ja irgendwie ein nonverbales, sehr interessantes Experiment hier. Man versteht die Story trotzdem, die Bilder sprechen für sich, die Bewegungen, die simplen Animationen, wie das mit dem Ring, bringen direkt alle Gizmos im Hirn zum Nachdenken. Und man denkt, warum macht sie das? Was bedeutet der Ring? Ah, okay, ich verstehe jetzt so. Also dieses Nonverbale hat auf jeden Fall auch was und vielleicht ist es noch ein bisschen besser, wenn ich dann einfach mal die Fresse halte. Das machen wir also in der nächsten halben Stunde. Bleibt dran, jetzt gleich hier noch mehr Virginia.